Wir treffen Sophia Thomalla beim aktuellen Grazia-Shooting in Berlin. Es ist ihr erstes Interview nach ihrem großen öffentlichen Liebestumult. Immer wieder heizt sie die Presse mit neuen Liebesschlagzeilen an. Getrennt, verheiratet und jetzt plötzlich doch geschieden? So richtig blicken wir bei Sophias Liebeskarussell ja eh nicht mehr durch. Bei uns spricht sie über Männer, aber noch viel lieber über ihre Brüste. Anfang des Jahres lässt sich das Model ihre Brüste von Körbchengröße D auf B verkleinern. Heute spricht sie erstmals über diesen Beauty-Eingriff. Ich muss weniger zuhalten. Es ist jetzt so, okay, mach mal nur so die Haare drüber. Ist ja schon weg. Und früher war es so, leg mal den ganzen Arm rum. Ich habe mich auch mit großen Brüsten wohlgefühlt, aber kleinere sind leichter zu handeln. Ihr Liebesleben ist wohl etwas schwieriger zu handeln. Immer wieder landet sie damit in den Schlagzeilen. Oder dienen die On-Off-Spielchen dazu, sich selbst zu schützen? Denn die sonst so taffe Schauspielerin gesteht: Wenn ich verlassen wurde, dann definitiv eher von der männlichen Seite. Also ich habe eher einen von Bug geschossen bekommen, als dass ich einen geschossen habe. Sophias derzeitiges Liebeschaos in Kurzfassung. Blitzhochzeit mit US-Sänger Andy LaPlegua 2016. Ein ständiges Hin und Her mit dem Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Und ein Kuss mit Gavin Rossdale, Ex von Gwen Stefani in London. Tja, und um alles noch komplizierter zu machen, offenbart uns die 27-Jährige auch noch etwas über ihre bisexuellen Anwandlungen. Hast du schon mal eine Frau geküsst? Ja, hab ich schon mal. Habe ich aber festgestellt, dass es nicht so mein Ding ist. Bei dieser Frau überrascht uns wohl gar nichts mehr und wir warten gespannt auf ihre nächsten Liebesschlagzeilen.